aber gewinnen kann und gewinnen durfte in den letzten Wochen und Monaten bei, darauf lege ich auch Wert, zahlreichen Besuchen vor Ort. Und trotzdem haben wir alle in den letzten Jahren auch Fehler gemacht, was die Beschreibung der Realitäten anbelangt. Wir haben die Zielsetzungen zu hoch geschraubt und wahrscheinlich an ein oder anderen Stelle die Realitäten auch weich gezeichnet. Das kann ich jetzt mit besonderer Härte wahrscheinlich für den Berliner Betrieb sagen, weil ich selbst ein Teil dessen seit einigen Jahren bin und da auch selbst Fehler gemacht habe. Wichtig war, dass das geändert wird, dass der Blick realitätsnäher wird, weil die kann man nicht innerhalb weniger Stunden lesen. Ich muss mal klarstellen, dass die Taliban vor 2001 stärker waren, als sie danach waren. Also von daher war auch ein Ansatz, der gewählt wurde, um die von dort ausgehende Gefährdung der internationalen Sicherheit einzudämmen, sicher nicht falsch. Gleichzeitig ist es richtig, dass es Teile in Afghanistan gibt, in der die Vorfälle zugenommen haben, in der die Anschläge und die Form der Bekämpfung auch der internationalen Gemeinschaft, die dort tätig ist, komplexer, professioneller geworden ist. Das gilt gerade auch für den Bereich, in dem wir zuständig sind. Und das sind oftmals nicht nur Taliban, sondern auch solche, die von anderen Ländern mit Einsickern einfließen und dort auch ihre entsprechenden Kenntnisse zutage bringen. Wir sehr unterschiedliche Dinge fest. Ich glaube, zunächst einmal ist entscheidend und wichtig, dass man überhaupt afghanische Sicherheitskräfte hat, die irgendwann auch Verantwortung selbst übernehmen können für ein Land, wo man nicht international bis an den Sankt-Nimmerleins-Tag bleiben darf und bleiben sollte. Wir bilden aus und bei den Ausbildungen stellt man oftmals auch hohe Motivation fest und stellt auch fest, dass es Teileinheiten gibt, die bestens aufgestellt dann miteinander auch im Felde dann. Da bin ich jetzt erstmal nur der Leser eines Artikels eines großen deutschen Magazins von heute Morgen und kann das zunächst einmal nur zur Kenntnis nehmen. Es ist ganz, ganz entscheidend wichtig, wenn man in Afghanistan in der gesamten Region Erfolg haben will, dass die regionalen Spieler und die regional Gewicht haben, sich nicht obstruktiv verhalten, sondern konstruktiv mit Blick darauf, dass aus der Region eben keine Gefährdung mehr ausgeht. Und das lässt sich nicht alleine auf Afghanistan beschränken, sondern da kommt Pakistan eine entscheidende Rolle zu und die sollte konstruktiv und nicht destruktiv. Zunächst nochmal positiv, dass es ein wachsendes Interesse der Öffentlichkeit auch an so vordergründig unangenehmen Themenkomplexen gibt. Das scheint ja alles furchtbar fern, immer wieder die Frage, was machen wir dort eigentlich? Weil das ist ein Debattenbestandteil, der uns natürlich dazu zwingt, besser zu erklären, warum man sich möglicherweise auch fern der Heimat engagieren muss. Das ist der positive Bestandteil. Der schon sehr, sehr genau angesehen werden muss und wo man sich auch Kritikfähigkeit bewahren muss, der zivilen Kräfte vor Ort gefährdet sein könnte, weil ein Übermaß an Informationen ja nicht nur der interessierten Öffentlichkeit in Deutschland, in den USA oder in Europa zufließt, sondern natürlich auch Interessierten vor Ort, die sagen, ja, mit dieser Hilfestellung haben wir natürlich noch bessere Möglichkeiten, effektiv auch Helfer in dem Sinne zu bekämpfen. Wir hier doch einen Aufholbedarf hatten in den letzten Jahren, dass Soldaten gesagt haben, die aus dem Einsatz kamen oder die man im Einsatz besucht hatte, dass das Empfinden der Realität vor Ort in Deutschland kaum gegeben ist und dass die politische Debatte sich manchmal völlig abgehoben davon bewegt hatte. Und das war für mich einer der Gründe, weshalb ich nach wenigen Tagen im Amt gesagt habe, wir müssen diese Diskussion realitätsnäher führen und wir müssen auch das Realitätsempfinden der Soldaten mit einbeziehen. Und das ist der Grund, der mich zu der Begrifflichkeit zunächst kriegsähnlich und dann Krieg gebracht hatte, weil man darauf aufbauend ja letztlich erst Rückschlüsse ziehen kann, was ist tatsächlich nötig. Dass man kein Hilfsmaterial braucht, um besser Brunnen zu bohren, sondern dass man auch bessere Schutz, aber auch möglicherweise bessere Ausrüstungsmöglichkeiten für das Gefecht braucht. Und schade stimmt es auch nicht. Ich bin wirklich sehr dankbar, dass der Werbeauftrag der auch immer wieder den Finger auf die Wunde legt und auch sehr, sehr richtige Dinge anspricht. Er wird ja oftmals direkt von den Soldaten kontaktiert, oftmals sogar vor dem Ministerium. Und dann ist es wichtig, dass wir das erfahren, dass man das möglichst schnell dann auch umsetzen kann. Und das Einzige, wo ich mich jetzt in den letzten Tagen einfach auch mal gesagt habe, an dem einen oder anderen Punkt, wo ich das Gefühl habe, dass er möglicherweise, dass es eine andere Sichtweise geben kann oder dass etwas schon in Gang ist, dass wir schon etwas umsetzen, dass es manchmal gut wäre, wenn man nicht sofort den Weg über die Medien sucht, sondern auch im Sinne der Soldaten zunächst mal sagt, was lässt sich abstellen, ist schon etwas abgestellt und ist etwas auf dem Weg. Aber ich habe wirklich hohen Respekt vor der Aufgabe, auch die ein Werbeauftragter macht, die alles andere als einfach ist. Und es war diese Klarstellung wichtig, aber wir sind von einem hohen Vertrauen auch in der Zusammenarbeit geprägt und deswegen wird da mehr hineininterpretiert. Wir haben von allem zu wenig Ausrüstung, zu wenig Ausbildungskapazitäten, zu wenig Verständnis in der Führung für unsere Belange. Und dennoch möchte die Regierung überall mitmischen,
Das geht auf Kosten unserer Sicherheit. So ist das Gefühl bei den Soldaten. Auf Kosten der Sicherheit darf es nicht gehen. Und das ist der Grund, sobald wir von einem Mangel auch nur Kenntnis bekommen und wissen, dass das ein Mangel ist, der sicherheitserheblich, schutzerheblich vor Ort ist für die Soldaten, muss der schnellstmöglich abgestellt werden. Jetzt ist es nicht so, dass man einfach nur eine Schranktür aufmacht und sagt, hier haben wir was und stellt das dann hin. Manchmal sind es Dinge, die beschafft werden müssen. Das dauert auch manchmal zu lange. Und auch da war es mir wichtig, dass man das entsprechend beschleunigt. Ich habe jetzt nur für diese Fälle eine entsprechende Ad-Hoc-Gruppe eingesetzt, die unmittelbar dann auch reagieren soll, reagieren muss und dann auch manche bürokratische Hürde, die gelegentlich auch gegeben sein mag, schneller überwindet, weil der Schutz vor Ort vorgeht. Ich habe vorhin gesagt, das ist immer ein Prozess, wo man nie das Optimum so vorhalten kann, dass man für die nächsten 5 Jahre optimal gerüstet ist, weil andere sich ja auch weiterentwickeln, sondern das heißt, greifen und schnellstmöglich abstellen. Das ist mein Anspruch, den ich habe. Und den durchzusetzen, ist letztlich auch die Verantwortung eines Ministers. Liegt das Problem schon in gestellten Einheiten? Mängel würden relativiert und die Einheiten angewiesen, weiterzumachen wie bisher. Im Improvisieren, in der Ausbildung ist die Truppe seit Jahren geübt. In unserem Zustand kann davon keine Rede sein. Ich frage mich, warum dem Minister das nicht bekannt ist. Also es gibt gewisse Prozesse, die zwingend optimiert werden müssen. Das ist der Grund, weshalb ich auch an die Strukturen des Hauses, auch gerade dieses Bereichs, mit aller Kraft herangehe. Und das ist etwas, was jetzt auch unmittelbar umgesetzt werden muss, beziehungsweise wenn wir jetzt diese Strukturfragen in diesen Wochen und Monaten lösen, werden wir sicher das ein oder andere sicher heute auch noch ansprechen, ist das etwas, was damit auch abgebildet werden muss. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass auch gelegentlich unterschiedliche Wege der Kommunikation nicht suchen, sondern beispielsweise direkt zum Werbeauftragten gehen. Das kann man auch machen. Nur manchmal führt das dann wiederum bei dem Dienstvorgesetzten erstmal zu einer Reaktion beispielsweise, die wiederum auch hemmend und verhindernd wirken kann. All das soll nicht sein und all das darf nicht sein. Das ist der Grund, weshalb ich auch selbst mich ständig in Afghanistan blicken lasse, weil ich nicht nur von der Spitze des Hauses erfahren will, wie sieht's aus, sondern von den Soldaten selbst hören will, wie schnell gehen die Dinge, kommen die Dinge an, wo sind die Fehler, wo sind Dinge, die sie erwarten, was könnte noch mehr sein. Und dann bekomme ich sehr, sehr direkte Ansprachen und manchmal ist es eine Bestätigung dessen, was man an Defizit gehört hat. Urteil hier zu fällen, ich kann das jetzt nur für mich sagen. Was für mich entscheidend ist, ist, dass ich mittlerweile mehr Dinge erfahre, auch realistischer erfahre, als ich sie teilweise in den Ausschüssen erfahren habe. Übrigens unabhängig davon, welche Couleur es in der Bundesregierung hatte. Das ist, und jetzt mag natürlich auch das, was jetzt an kritischen, manchmal auch an sehr kritischen Stimmen in den Medien erscheint, gegen die ich überhaupt nichts habe, im Gegenteil, auch Ausfluss dessen sein, dass ich sage, ich will, dass die Dinge benannt werden. Ich will nicht ein schön gezeichnetes Bild haben, sondern ich will ein realitätsnahes haben, weil man erst dann reagieren kann. Und wenn laut kritisiert wird, kann ich nur sagen, das ist fair, das ist in Ordnung. Es muss allerdings dann auch die Möglichkeit gegeben werden, dass man möglichst schnell, aber auch reagiert. Und wenn reagiert wird und man merkt, Dinge sind auf dem Wege, dann glaube ich, kann man auch mal sagen, da tut sich was, da ändert sich was. Und dass sich da Grundlegendes ändert, ist sicher einer der Punkte, die ich jetzt angeregt habe und die auch Gottlob aufgegriffen wurde, ist, dass ich gesagt habe, es reicht beispielsweise nicht mein Jahresbericht über die Zustände in Afghanistan, sondern ich würde gerne einen Quartalsbericht abgeben. Und das ist etwas, was ja nicht nur den militärischen Bereich trifft, sondern wir sind ja in Afghanistan, Gottlob, nicht alleine militärisch, sondern zivil, entwicklungspolitisch und ähnlich engagiert, dass auch diese Teilbereiche im Quartalsbericht mit vorkommen. Ein Quartalsbericht eben nicht nur sagt, wo haben wir grandios etwas erreicht, sondern auch Zielsetzungen beschreibt und sagt, hier sind wir noch nicht so weit, hier haben wir Rückschläge, da sind Fehler geschehen. Dass solche Dinge auch entsprechend mit vorkommen, aus einem solchen flexibel, sehr schnell, auch mal vor Ort flexibel reagieren. Und je kürzer wir diese Zeiträume halten, umso besser. Aber das enthebt keinen Abgeordneten und keinen politisch verantwortlichen Minister vor der Aufgabe, auch mal die Dinge zu lesen, die etwas mühseliger zu lesen sind. Haben das viele nicht gemacht? Weiß nicht, ich habe mir manchmal vielleicht selber auch ein bisschen schwer getan. Das ist ja nicht das einzige Papier, das man an einem Tag in die Hände bekommt. Und wenn es ein bisschen sperrig wird, kann es schon mal sein, dass man die Dinge entweder überliest oder vielleicht nicht so tief und deutlich liest, wie man sie lesen sollte. Und natürlich haben wir daran zu arbeiten, die Dinge möglichst auch eingängig zu formulieren.